Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. So, wir wollen noch ein bisschen weiter basteln. Und ich muss mal gerade gucken. Es war jemand so nett und hat mir eine neue Mod vorgeschlagen. Für Intersections. So Passenger-Bereiche. Moment, ich muss mal gerade Lucky machen. Hier könnten wir das... Ja, hier könnten wir das erstmal hinpacken. So. Hier sind sie schon zu sehen. Intersections, Stairs und so weiter. Ich mache mal gerade hier so ein paar Sachen davon hin. Das Ding. Passagen. Geschlossene Passagen. Mit Ventilator, mit Tür. Mit Button-Panel und so weiter, halb offen. Mit Airlock. Da gibt es viele, viele Lösungen. Und ich will mal gerade gucken. Door. Half-Door left und right. So, da will ich nämlich mal schauen. Halbe Passage. Oh nee, bei halber Passage müsste das bei sein, ne? Ich guck mal gerade. Bei halber Passage müsste das bei sein. Wir schauen mal gerade. Okay, und zwar nehmen wir jetzt die 7, halbe Passage. Und zwar links, bla bla. Tür links und rechts. Wir können hier Passagen jetzt einbauen. Hier, ihr kennt die, glaube ich, noch. Moment. Ach, das ist eine Kurve. Moment, ich nehme mal gerade hier die 6. So. Die Dinger kennt ihr vielleicht. Die gibt es auch, oder sowas ähnliches, gibt es auch im Spiel. So einen ähnlichen Gang. Nehmen manche auch als Fahrstuhlschächte oder als Wartungstunnels oder was weiß ich was. Gibt es mehrere. Und da hat sich jetzt jemand die Mühe gemacht und die zum Beispiel auch als Treppen gemacht, als Treppen mit Beleuchtung gemacht und so weiter und so fort. Und hat da die Dinger komplett ausgebaut. Eigentlich sehen die Blöcke so aus, meine ich. Ja, nur ohne LCD. So ähnlich sehen die Blöcke aus vom Originalspiel. Und er hat alle möglichen Sachen damit gemacht. Unter anderem Türen. Und die Türen hier sind auch halbe. Halbe Tür links, halbe Tür rechts. Da muss ich jetzt mal gerade schauen. Das ist vermutlich relativ egal eigentlich. Aber wir nehmen mal hier links. Ich weiß, das ist nicht links so gesehen. So, wir lassen das mal fertig bauen. Und dann könnten wir tatsächlich vernünftige Zweiertüren haben. Das wäre fantastisch. Wir müssten die jetzt einzeln öffnen. Da muss ich sowas wie einen Bewegungsmelder vorsetzen natürlich. Damit die ausgelöst werden und geöffnet werden. Aber das können wir ja machen. So, und dann lasse ich die nämlich mal gerade fertig bauen. Und dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht können wir das sogar so machen, dass ich die Passage hier weiter baue. Moment, mit diesen halben Passagen. Nur mit Pillars. Könnte man dann auch so machen. Und, Moment. Ach, dieses Auto-Rotate ist wieder an. So. Und so. Und so. Das sind die Türen. Halbe Passage mit Button-Panel. Mit Air-Vent. Der hat nämlich auch einen Anschluss. Das wäre ja... Boah, das wäre ja... Kracher wäre das ja. Wartet mal.
Dann nehmen wir den raus. Und setzen hier eine Kurve ein von den Dingern. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Acht, hier haben wir Kurve. So. Für den Anschluss. So, jetzt wieder die 7. Halbe mit Airvent. So. Mit Button Panel. Nur die Dinger. Mit halbem Pillar. Kurven. Mit, oh, mit Glas. Da können wir sogar Außenbereiche machen. Das ist nur die halbe. Halbe mit LCD. Ich überlege gerade, eine halbe mit Licht gibt es gar nicht, ne? Warte, ich mache mal ein paar erstmal hier von hier hin. So. Wow, ist die Musik gerade lauter geworden? War irgendwie gerade freaky. So, und hier brauchen wir dann nochmal Türen. Mit Button Panel, mit Tür. So. Moment, da machen wir aber da rechts. Da links. So, und jetzt habe ich... Moment, da muss ich mal gerade gucken. Die müssen ja bestimmt auch hier irgendwo drinne stehen. Die Frage ist, wo? Maintenance-Tunnel, das sind die. Gepanzerte Blöcke. Automatische Rampen. Laser. Ba-ba-ba-ba. Cornerlights. Energieschild. Furniture. Und so weiter und so weiter. Große Blöcke. Naniten. Okim. Energieblöcke. Produktionsblöcke. Prosimian, das waren die. Toiletries. Boah, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo die sind. VCZ-Modblock. Nein, das sind die Fahrstühle. Fenster sind die Fenster, ist logisch. Blockmod, bla bla. Automatic Ramp, Schaustuhl, Shutter and Blinds, Arc-Reaktor, Maintenance Tunnels, gepanzerte Türme. Laser. Stehen die hier gar nicht drin? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Furniture. In welcher Kategorie sind die denn? Chaoskorb, große Blöcke, Naniten, Entec. Sag nicht, die haben keine eigene Kategorie. Das wäre sehr, sehr, sehr schade. Die kann man auch für Small Ships benutzen. Das ist auch sehr schön. Aber ich hätte die super gerne hier in einer eigenen Kategorie, dass ich mal sehen kann, was es alles gibt. Hier, AV-Tech, AV-Tech, da sind sie. Hier, Lighted Half Passage. Okay. Lighted Half Passage. Da ist, was ich suchte. Da ist, was ich suchte. Okay, die Ventilationsdinger sind da alle drin. Das ist da alles drin. Dann haben wir... Moment, mal gerade gucken. Das ist Durchgang. Das ist, glaube ich, der Durchgang, der original im Spiel ist, oder? Weil der auch Durchgang heißt und nicht Passage. Also Passage. Passage mit Ventilation. Beleuchtete Passage. Da gibt es sehr, sehr viel. Mit Kurven-LCD und... Oh, da gibt es sehr, sehr schön. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht. Solche Mods liebe ich ja, die richtig schön detailliert sind und wo richtig viel Mühe gemacht wurde. Finde ich super. So, 8 mit beleuchtet. Halbe Passage beleuchtet. So und so und hier auch so und so und dann gucken wir mal, ob das reicht mit dem Licht. Und es wäre voll toll, wenn jetzt, ich habe keine Anzeigen, es wäre voll Kracher, wenn das jetzt irgendwie mal fertig gebaut werden würde von der Nanitenfabrik, sonst komme ich hier nämlich nicht mehr raus. Na ja, gut, ich nehme die Ausweichmöglichkeit, wir gehen hier raus. Aber hier könnten wir dann tatsächlich vernünftige Passagen haben.
Dann könnten wir da drüber zubauen, das wäre nicht so schlimm. Ich wollte den Gang zwar ein bisschen höher haben, aber das ist nicht so tragisch. Wenn die wirklich so toll sind, wie ich mir das vorstelle, und wenn die so gut funktionieren, dann ist mir das ehrlich gesagt Schnuppe. Und dann darf der auch einfach nur einen hoch sein, der Gang. Das wäre mir dann egal. Ah, ich sehe schon, hier geht's gerade. Ja, die gehen dann nur zu einer Seite auf. Hier mit den Bereichen, da kommt man trotzdem super zu den Türen. Das funktioniert einwandfrei. Hier mit Ventilationsschacht, oh, perfekt. So, den jetzt erstmal den Block umschalten aus. Damit hier nicht irgendwas in die Hose geht bei den Airvents. Beziehungsweise mir nicht irgendwie wieder Luft entweicht. Aber das sieht richtig gut aus. Da müsste ich jetzt, wie gesagt, nochmal gucken, ob ich irgendwie einen Sensor dran machen kann. Oder ob man die programmieren kann, wenn... Achso, Moment, K muss ich ja machen. Wenn die aufgehen, dass die irgendwie gekoppelt werden. Transferiere zu Shareblock. Blockgruppe. Ja, schade. Man kann die nicht irgendwie aneinander koppeln, glaube ich. Dass bei einem Öffnen beide aufgehen. Aber das ist echt schnieke. Das gefällt mir sehr gut. Man kann wahrscheinlich, wie gesagt, hier mit dem Bewegungsmelder arbeiten. Dass die auf und zu gehen. Das wäre natürlich super toll. Beziehungsweise, wenn man die irgendwie koppeln könnte. Dass so, dass automatisch die mit aufgeht. Aber ich glaube, irgendwie koppeln, da geht auch kein Skript oder irgendwas, ne? Custom Data für Skripts und Mods. Da kann man, glaube ich, nicht irgendwie einschalten, dass der sagt, okay, ich mache jetzt linke und rechte Seite gleichzeitig. Immer wenn eine aktiviert wird, wird die andere mit aktiviert. Das geht, glaube ich, nicht. Das ist schade. Das ist ein bisschen schade, aber sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß natürlich nicht, ob das Absicht war oder ob er es nicht anders lösen konnte. Denn technisch gesehen, ich meine, wenn die Passage da ist, so bei den halben, da könnte man ja vielleicht eine Kompletttür einsetzen. Nur halbe Türen machen ja eigentlich wenig Sinn. Vielleicht macht er das irgendwann auch noch zu einem Block. Wäre natürlich richtig Kracher. Dann ohne linke und rechte Seite, sondern nur als ein Block. Mit nur jeweils einem Panel auf der rechten Seite, je Seite, ne? Also hier auf der rechten und hier auch dann auf der rechten Seite. Zum Beispiel. Das wäre total cool. Das wäre natürlich episch. Also wenn das funktionieren würde, das wäre schon mal Kracher. Ich mache die Türen jetzt erstmal auf. Insofern sie auf HHH zu machen sind. Ja, der noch nicht, der ist noch nicht fertig. Aber das wäre natürlich Bombe. Vor allem hier mit integrierter Ventilation, finde ich super. Das wäre so Kracher, wenn das hier richtig gut funktionieren würde mit den... Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an den lieben Kommentator, der mir die Mod vorgeschlagen hat. Richtig, richtig cool. Wenn das so funktioniert, wie es soll, episch. Genau, was ich mir vorgestellt habe. Wäre super. Wäre wirklich, wirklich super. So, okay, aber bevor wir hier in wildem, ausschweifenden Gelaber enden, wir wollen ja noch mit was anderem weitermachen. Ja. Okay, das ist eine Modlampe, wo das mit dem Licht nicht ganz so brüller funktioniert. Da ist die Frage, Hanging Light heißen die. Da ist die Frage, ob man das ein bisschen anpassen kann. Wartet mal. Kann ich die etwas anpassen? K. Da suche ich Hanging Light Long. Das müsste so sein. Farbe weiß ist okay. Genau. Radius. Intensität. Offset.
Ja, da ist die Frage. Radius 120 Meter ist ein bisschen viel. Radius müsste eigentlich. Wie sieht das aus, wenn ich Radius auf 10 Meter setze? Okay, dann scheint sie schon etwas breiter. Versuchen wir mal Radius 7,5 Meter oder 7 Meter oder so. Dann dürfte sie nämlich auch nicht mehr durchscheinen. Hanging Light. So, dann machen wir Hanging Light. Messe 01. So, das benennen wir erstmal um. Hier machen wir Radius 7 Meter, Intensität 1, Offset, Offset 0, kein Blinken. Ich mache mein Licht mal aus. Ja, Intensität und so geht. Schwankt die Intensität oder ist das immer nur, wenn ich näher ranfliege? Das ist nur, wenn ich näher ranfliege, ne? Weil ich dann im Lichtkegel stehe. Okay. Prinzipiell schon ganz nett. Es wäre. Aber das ist doch immer noch Offset, oder nicht? Das hängt doch immer noch etwas drunter. Warte mal. Wenn ich jetzt sage, messe, genau. Offset. Offset 3. Was kommt dann dabei rum? Okay, was das mit dem Offset zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, das Offset wäre halt, dass das so tief hängt. Aber anscheinend ja nicht. Offset, Licht vom Modell. Ja, null eigentlich. Keine Ahnung. Kein Blinken. Intensität 1 sollte reichen. Radius 7 Meter. Da brauchen wir dann einige für. Aber das soll wohl gehen. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier ein bisschen blau rausnehmen? Das ein bisschen gelblicher machen? Wie sähe das dann aus? Oh nein. Nein, 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 nein. Das sieht kacke aus. Das sieht, nicht so schön aus. Nicht so hübsch. Nicht so hübsch. Das darf bei 255 bleiben. Bleibt weißes Licht. Das geht. Okay, dann könnten wir aber eventuell da mehrere von machen. Dass wir hier so reihenweise über die Tische. Dann wird der ganze Raum vielleicht auch so hell, dass das nicht mehr wie so ein Spotlight aussieht. Ich verstehe nicht, warum da so eine harte Kante ist. Ja, ich meine, klar, ich weiß, das ist ein Block, ja, aber. Weiß nicht. Ich meine, die Lampen hier, die man an eine Wand machen kann. Hier haben wir die Lampen noch hier irgendwo. Hier habe ich die Lampen noch drin. Hier, die Lampen, die leuchten ja auch nicht hier, aber unteren grünen Linie erst. Die leuchten ja auch ab da, wo sie sitzen. Ich weiß nicht, warum das nicht. Vielleicht kann man entweder von ganz unten anfangen oder von da. Und anders geht es nicht. Das mag sein. Dass die halt von ganz, ne, von oben anfangen. Dass man nur einen Block wählen kann, rauf oder runter, von wo aus das leuchtet. Dann ist hier natürlich easy, das von oben zu machen. Und hier muss er natürlich von unten und dann entsteht diese Kante. Das ist natürlich echt schade. Vor allem, die strahlt ja selbst. Die hat eine gewisse Lichtausstrahlung. Und dass das dann natürlich, ja, die hat eine eigene Lichtabstrahlung, dann eine Unterbrechung und dann der Lichtkegel. Das ist ein bisschen kappes. Das ist echt ein bisschen schade. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir das Ding ausschalten? Hat die. Ja. Toll. Wir können sie ausschalten, dann hat sie kein. Dann strahlt sie aber immer noch. Das verstehe ich auch nicht. Das ist bei den normalen Lampen auch nicht. Das ist nur bei den Mods, bei den Modellen.
Ich weiß nicht warum. So ist sie aus. Und wenn ich hinfliege, macht sie trotzdem Licht. Nur dieses Strahlen ist weg. Okay, das verstehe, wer will. Hä, was blinkt denn hier rot? Ah, okay. Ich dachte gerade, hä, was ist denn hier los? Ja, okay, weiß ich. Das ist, ja. Vor allem hier die Machtlicht. Ich hab, ne, das ist mein Licht. Ich hab mein Licht nicht an. Und es ist jetzt auch nicht, weil hier Licht reinkommt oder so. Das ist auch irgendwie nur, wenn ich in die Richtung gucke. Oder dicht an, wenn ich mit dem Rücken zur Lampe stehe oder... Hä? Okay, das mit dem Licht ist ein bisschen eigenartig. Da müssen wir uns demnächst mal noch drum kümmern, das, ja. Okay, mein Licht erstmal zum Arbeiten wieder an. Da müssen wir demnächst mal gucken, das sieht doch sehr, sehr eigenartig aus. Das ist doch sehr, sehr, sehr seltsam. Die sind grün, die laufen. Achso, wir können, aber wir können mal kurz gucken. Das ist jetzt auch fertig. Ja, so sieht der Gang jetzt auch. Oh, schön. Oh, ganz ehrlich, das ist echt schön. So, und wenn ich das jetzt ausmache, dann... Na. Ja, okay, das ist beleuchtet, aber... Das sind genau die gleichen Modelle. Mir fehlt hier irgendwie optisch noch eine Lampe oben drin. Mir fehlt hier optisch irgendwie noch eine Lampe oben drin. So, warte. So, Moment. Und der hat und dann muss der raus und der raus. Dann müssen die noch beleuchtet werden. Dö. Wo hatten wir sie? Da hatten wir sie. 7 und zwar die 8 sind die beleuchteten. So. Und so. Ja. Und hier dann auch. So. Und so. So, das Material, das meiste von dem Material habe ich jetzt ja wieder mit. Ich hatte die ja abgebaut. Achso, ja, fehlt noch ein bisschen was. Aber so ist es ein bisschen mehr, dass das geht. So, mein Licht kann ich wieder anmachen, aber das ist doch schön. Das ist doch richtig schick. Wie gesagt, mir fehlt optisch halt noch der Unterschied zwischen dem Beleuchteten und Nicht-Beleuchteten. Er könnte hier vielleicht noch einfach ein weißes Karree reinmachen. Das, ne, hier wie so eine Deckenplatte, so eine Deckenlichtscheibe oder so drin ist. Weil so sehen sie ganz genau gleich aus. Und wenn ich mein eigenes Licht anhab, kann ich nicht sagen, welches das Beleuchtete ist und welches das Nicht-Beleuchtete. Das fehlt noch ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, hier könnte dann irgendwie noch eine Lichtscheibe rein oder so. Aber so, das ist schon richtig nice. Und dann da mit dem Ventilator und so. Hier mit den Ecken, dass man zu den Türen kann. Das ist richtig nice. Das gefällt mir richtig gut. Ja, supi. Perfekt. Wir haben unsere Lösung. Wir haben unsere Zwei-Türen-Lösung. Super. Okay, ich wollte hier eigentlich nicht so viel rumschwärmen, sondern noch was schaffen. Verdammt. Okay. Dann wollten wir... Richtig. Ich war hier nur wegen dem Licht hängen geblieben. Eigentlich war ich auf dem Weg zu den Mannschaftsquartieren. So. Und wollte mal gucken. Da hatten wir schon reingeguckt. Das war so eigentlich schon sehr passend. Achso, da war, glaube ich, ein Absturz passiert. Da haben wir noch ein paar Regale. Und jetzt fehlt hier
A, auch noch ein bisschen Beleuchtung. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mein Licht ausmache, das ist schon hell genug eigentlich, was hier so ankommt. Eigentlich. Aber. 9. Die Mannschaftsquartiere sollten trotzdem noch Beleuchtung haben. So, dann machen wir hier noch 2 Lampen hin. Dann machen wir hier noch Lampen hin. Und hier selbstverständlich auch noch. Ey, ach. Moment. So. Die muss ich dann gleich auch noch benennen. Irgendwie Quartier 1. Moment, das müssen wir jetzt gerade mal machen. Interior Light brauche ich. Nee. Innenbeleuchtung, genau, Innenbeleuchtung. So, Innenbeleuchtung, da bis da. Halt. Innenbeleuchtung. Crewquartiere, mache ich einfach mal CQ. Crewquartier 01. Nee, Moment, 01 nicht. Ich mache mal 1 bis 10 oder so, mache ich mal für Kapitän und so. Innenbeleuchtung, Crewquartier 011. So. ...011B. ...011C. ...011 ist das Crewquartier und A, B, C, D sind die Lichter. Blockgruppe. Speichern. Und hier... ...011... ...Bad. A... Und Bad B. Und die beiden zusammen. Innenbeleuchtung. Crewquartier 11. Bad. Speichern. So, Radius 3,6 Meter. Das könnte so funktionieren. So, dann bauen wir die mal gerade fertig und gucken mal, wie das aussieht hier. Eventuell muss ich die Intensität dann noch rauf oder runter drehen oder irgendwas. So. So. Achso, mein Licht habe ich aus. Ah, 3,6 Meter reicht nicht. Ja, alles klar. K. Da gucken wir mal direkt nach unseren Gruppen hier. Bop, bop, bop. Oh, okay, wir haben schon viel. Innenbeleuchtung, Crewquartier 11. Da machen wir Intensität auf 1. Den Radius dafür auf... warte mal, 5 Meter, 5, machen wir 6... Na, machen wir 7 Meter... Offset 0. Und Bad auch. Radius 7 Meter. Intensität 1. Offset 0. Ja, das sieht gut aus. Das sieht besser aus. Ich habe mein Licht nicht an. Ja. Das sieht viel besser aus. Alles klar. Okay, dann brauchen wir hier natürlich jetzt noch Lichtschalter. Da brauche ich Schalter, Button oder irgendwie sowas. Sekunde. Schalter. Schaltkonsole, Zeitschaltuhr. Schaltkonsole ist ein bisschen zu viel des Guten.
Hier Schalter. Oder haben wir Button, Button Panel? Hier haben wir noch ein Vierer-Button-Panel. So, was haben wir hier? Warte, 7 wäre ein großer Knopf. Dann machen wir einen kleinen Knopf. So. Und hier machen wir... Ah, den kriege ich da nicht an die Ecke. Nein! Verdammt! Verdammt! Egal, dann machen wir das hier mit dran. So, den erstmal fertig bauen. Da kommt drauf. Gruppen. Licht, Crewquartier. Ba-ba-ba-ba. Innenbeleuchtung, Crewquartier. Ja, Innenbeleuchtung, Crewquartier machen wir dann auf 2. Block umschalten an, aus. Und fürs Bad machen wir auf die 1. Hallo? Fürs Bad machen wir auf die 1. Block umschalten an, aus. Und dann können wir hier nämlich das Licht im Bad ausschalten. Und das Licht hier ausschalten. So. Kann ich das Schaltding eigentlich auch noch irgendwie... Den möchte ich aber nicht so, den möchte ich umbenennen eigentlich. Gut, wobei brauche ich nicht, die kann man direkt belegen. Da muss man nicht ins Menü, dann ist das egal, wie die heißen, die Schalter. Die werden direkt vor Ort belegt. Okay, Badezimmerlicht und normales Licht ist hier drin. Die kann man leider nicht an- und ausschalten. Ja gut, das ist dann ein Problem der Crew, nicht meins. Ja, dann sind die halt immer relativ hell, aber man hat Licht und Lichtschalter und so. Das sieht sehr gut aus. Aber dann sind die Crewquartiere hier tatsächlich fertig bzw. so nutzbar. Dann sind die so nutzbar, das heißt, ich müsste die Crewquartiere genauso nachbauen. Mit Waschmaschinen, Wie geil, das ist... Das hat echt einen Lagerplatz? Das hat echt einen Lagerplatz. Da können die Crews wirklich... Hier. Kannst du sagen, okay, komm hier, ich mach hier... ich habe hier ja schon wieder wegen dem letzten Tod alles doppelt. Ich kann hier, ne, Waffe und Equipment reinlegen. Das sind wirklich nutzbare Lagerregale. Wie cool ist das denn? Gott, ich liebe die Modder. Die machen so gute Arbeit, das ist echt der Kracher. Okay, ihr Lieben, ich muss meinen Sauerstoff und so auffüllen. Und das heißt auch, wir haben, oh Gott, wir haben unsere Folge nicht beendet. Wir haben unsere Folge schon wieder maßlos überzogen. Ah, es tut mir leid, aber ich fand's so cool mit dem, wir haben endlich Zweiertüren. Voll schön. Okay, also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann genau hier wieder. Macht's gut. Ciao.